Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, KSZE, soll nach dem Willen der in Budapest versammelten Staats- und Regierungschefs weiter gestärkt werden. Besonders bei der Konfliktverhütung in Europa müsse sie eine herausragende Rolle übernehmen. Neben dem Ausbau der KSZE war die Situation in Bosnien ein zentrales Thema des ersten Konferenztages. Am Anfang des Treffens stand allerdings ein offener Streit zwischen Russland und den Vereinigten Staaten über die geplante Osterweiterung der NATO. Was den amerikanischen Präsidenten Bill Clinton anging, der lächelte erst einmal heute Morgen vor Beginn des Gipfels. Danach kam es zum Streit. Der russische Präsident Jelzin machte es nicht anders. Mit für seine Verhältnisse heiterer Miene kam er an und dann hielt er hart dagegen. Es ist soweit. Gleich zu Beginn der KSZE-Vollversammlung der Konflikt um die Zukunft der NATO. Nach einer Mahnung an die Kriegsparteien in Jugoslawien befürwortet Bill Clinton eine Ausdehnung der NATO nach Osteuropa in die Staaten des früheren Warschauer Pakts Richtung Russland. Boris Jelzin antwortet sofort und nimmt kein Blatt vor den Mund. Was bedeutet denn das für Russland? Soll es jetzt statt dem Kalten Krieg einen kalten Frieden geben? Wollt ihr die russische Demokratie jetzt schon begraben? Warum dieses Misstrauen? Eine Ausdehnung der NATO bis nach Russland? Nein. Mit großem Interesse verfolgten die insgesamt 52 Regierungschefs diesen Streit beim Auftakt der KSZE. Und während viele noch im Plenum saßen, begannen bereits die zahlreichen Hintergrundgespräche Jelzins mit den wichtigsten Staatschefs dieses Gipfels. Doch er blieb bis zum Abend bei seiner Position. Keine Ausdehnung der NATO nach Osten. Immerhin, wenigstens liegt jetzt auf dem KSZE-Gipfel hier in Budapest der Konflikt zwischen Russland und der NATO offen auf dem Tisch. Eines aber, so ist es heute Abend aus der russischen Delegation zu hören, hat dieser Gipfel immer noch nicht begriffen. Selbst wenn Jelzin wollte, er könnte es sich derzeit gar nicht leisten, dass sich die NATO bis an die Grenzen Russlands ausdehnt. Bei der zunehmend nationalen Stimmung zu Hause käme er sehr rasch in gewaltige innenpolitische Schwierigkeiten. Und davon hat er schon jetzt eine ganze Menge. Frankreichs Staatspräsident Mitterrand hat in Budapest Verständnis für die russische Ablehnung einer NATO-Erweiterung geäußert. Er schlug spezielle Sicherheitsgarantien der NATO vor, um die Moskauer Befürchtungen vor einer Isolierung zu zerstreuen. Beim Thema Bosnien standen sich heute auf der KZE-Konferenz neue Friedensappelle an die Konfliktparteien und schwere Vorwürfe gegen die internationale Staatengemeinschaft gegenüber. Bosniens Präsident Izetbegovic sprach von Tatenlosigkeit. Sein kroatischer Amtskollege Tudjman drohte mit einem militärischen Eingreifen, falls die Friedensbemühungen scheiterten. Dem Bundeskanzler stand der Ärger ins Gesicht geschrieben. Was da unter dem Stichwort Sicherheit in Europa rangiert, kommt einer Bankrotterklärung gleich. Zum Krieg in Bosnien auch hier nur altbekannte Appelle. Ich richte daher auch von hier aus den eindringlichen Appell an alle Verantwortlichen in diesem Bereich unseres Kontinents, im Interesse aller Menschen in Bosnien den Krieg zu beenden und die humanitären Hilfen uneingeschränkt zuzulassen und sich dem Friedensplan der Kontaktgruppe anzuschließen. Bemerkenswert, im Manuskript appelliert Kohl noch an die bosnischen Serben, in der Rede dann nur noch an alle Verantwortlichen. Der bosnische Präsident dagegen sprach Klartext. In einer verbitterten Rede warf er dem Westen vor, auf die serbische Aggression nur mit humanitären Mitteln zu antworten. Izetbegovics Fazit: Am Ende haben sich die Vereinten Nationen diskreditiert, die NATO ist ruiniert, Europa ist demoralisiert. Auch der amerikanische Präsident hatte das Thema Bosnien kurz gestreift und an die bosnischen Serben appelliert, ihre Aggression zu beenden. Zur bosnischen Tragödie ist den Gipfelstürmern von Budapest nicht mehr eingefallen als die alte Leier: Verhandeln. Nur die Rede des bosnischen Präsidenten brachte ein wenig Farbe in den grauen Konferenzalltag. Nur überzeugen konnte Izetbegovic niemanden. Und damit haben die Serben in der Tat eine neue Ära in Europa eingeleitet. Eroberungskriege lohnen sich wieder. Am Rande des KZE-Gipfels hat die Ukraine heute den Atomwaffensperrvertrag unterschrieben.
Sie verpflichtet sich damit, alle noch aus der Sowjetzeit gelagerten mehr als 1000 nuklearen Sprengköpfe an Russland abzugeben. Im Gegenzug garantieren die USA, Russland sowie Großbritannien der Ukraine die Selbstständigkeit und verpflichten sich, das Land weder anzugreifen noch mit wirtschaftlichen Zwangsmaßnahmen unter Druck zu setzen. Die SPD ist nach monatelangem internen Streit auf klaren Abgrenzungskurs zur PDS gegangen. Die SED-Nachfolgepartei sei für Sozialdemokraten eine gegnerische Partei, mit der eine harte inhaltliche Auseinandersetzung geführt werden müsse. Einen entsprechenden Beschluss fasste heute der SPD-Parteivorstand. Zugleich sprach sich das Gremium dafür aus, ein Konzept zur Modernisierung von Wirtschaft und Sozialstaat zu erarbeiten. Aus Bonn, Edeltraut Remmel. Herzlichen Glückwunsch für den Fraktionsvorsitzenden. Der Geburtstag war am Wochenende, die Blumen bekam er heute. Applaus und keine Gegenstimme. Dann ging's zur Sache. Zurzeit werden die Thesen vom vorletzten Wochenende in Tutzing diskutiert. Die sogenannte Modernisierungsdebatte. Umbau des Sozialstaats, die soziale Mitte der Gesellschaft für die SPD entdecken, mehrheitsfähig in der Gesellschaft, nicht nur in der Partei werden. Und da gab es die meisten Missverständnisse, Effektivierung staatlicher Leistungen. In diesem Staat gibt es keine Berechnungen, jedenfalls keine vernünftigen Berechnungen über die Kosten, die durch solche Bürokratie verursacht werden. Das sind Mittel, die der sozialen Gestaltung von Lebensverhältnissen entzogen werden und in der Bürokratie verschwinden. Das halten wir nicht für sinnvoll. Mit der Forderung nach Bekämpfung von Missbrauch sozialer Leistungen bekam die Debatte eine merkbare Schieflage. Zum Beispiel auch durch die bayerische Landesvorsitzende Renate Schmidt, die sehr konkret den sogenannten Schmarotzern zu Leibe rücken wollte. Das brachte den meisten Widerstand. Ich habe immer gern, wenn es rund geht. So war es dann wohl auch anschließend. Kritik für die Dame aus Bayern. Sie habe sich zu weit aus dem Fenster gelehnt. Natürlich wolle man die Partei der Schwachen bleiben. Nicht nur, aber auch. Und deshalb muss diese Debatte in dieser Art und Qualität auch möglichst schnell beendet werden. Ein Schlussstrich sollte auch heute unter eine andere Diskussion gezogen werden, das Verhältnis zur PDS. Am Ende entschied der Parteivorstand mehrheitlich keine Koalition zwischen SPD und PDS auf Landes- und Bundesebene. Was haben nun Umbau des Sozialstaates und Abgrenzung zur PDS miteinander zu tun? Beides gehört in die Rubrik besonders heikel und deshalb lässt sich auch Rudolf Scharping bereits zu Beginn seiner Oppositionsarbeit die Marschroute absegnen. Von den Parteigremien und der Fraktion. Trotz des Konjunkturaufschwungs rechnet die Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände auch für das kommende Jahr mit keinem spürbaren Rückgang der Arbeitslosigkeit. In ihrem heute veröffentlichten Jahresbericht warnt die Bundesvereinigung deshalb davor, den Produktivitätsanstieg in der Wirtschaft auszuschöpfen. Neue Arbeitsplätze könnten nur entstehen, wenn der Zuwachs nicht nur als zusätzlicher Lohn ausbezahlt werde, sondern für Investitionen in den Unternehmen verbleibe. Eine stärkere Berücksichtigung kleiner und mittlerer Betriebe bei der Vergabe von Forschungsmitteln des Bundes hat der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft gefordert. Forschungsförderung, so Hauptgeschäftsführer Härte, dürfe nicht Privileg kapitalstarker Großunternehmen werden. Künftig sollte jeweils ein Drittel der Gelder für Grundlagenforschung, für Forschungsvorhaben der Großindustrie und für mittelständische Betriebe zur Verfügung stehen. Hessens Ministerpräsident Eichel, SPD, hat heute die gegen ihn gerichteten Vorwürfe in der sogenannten Lotto-Affäre zurückgewiesen. Vor dem Untersuchungsausschuss in Wiesbaden sagte er, er habe bis September 1993 nichts von den Plänen seines Finanzministeriums gewusst, den SPD-Abgeordneten Hartherz zum zweiten Geschäftsführer bei der landeseigenen Lotto-Gesellschaft zu benennen. Hartherz dagegen betonte vor dem Ausschuss, die SPD-Finanzministerin habe ihm bereits im Dezember 92 gesagt, dies sei mit Partei und Fraktionsspitze abgesprochen. Die Opposition wirft der SPD Mauschelei und Versorgung verdienter Genossen vor. Anfang des Jahres war die Finanzministerin wegen der umstrittenen Personalpolitik in der Lottogesellschaft zurückgetreten. Auch bei der zweiten Runde der Teilkommunalwahlen in Italien hat die Partei Forza Italia von Regierungschef Berlusconi eine Schlappe einstecken müssen. Sie wurde lediglich viertstärkste Kraft. Dagegen konnte das Bündnis der Christdemokraten mit den Linken Gewinne erzielen. In 4 von 6 größeren Städten wird es nach der gestrigen Stichwahl den Bürgermeister stellen. Freudentränen zur Begrüßung der geretteten Achille Lauro-Passagiere. Am Abend trafen die meisten der 146 Deutschen, die zu den Schiffbrüchigen des italienischen Kreuzfahrtschiffs gehören, auf den Flughäfen München und Frankfurt ein. Bei dem Unglück auf der Achille Lauro waren 3 Menschen ums Leben gekommen. Ein Niederländer wird noch vermisst.
Unter den fast 1000 geretteten Passagieren wurde inzwischen immer mehr Kritik an dem Verhalten der Besatzung laut. Die italienische Regierung hat daher eine Untersuchung der Vorwürfe angeordnet. Schon heute Mittag bei einer Zwischenlandung am römischen Flughafen Fiumicino wurden die ersten Reaktionen der deutschen Schiffbrüchigen mit Spannung erwartet. Dass die Verhältnisse bei der Evakuierung der Achille Lauro chaotisch gewesen seien, davon wurde ebenso berichtet wie von einem frühzeitigen Besetzen der Rettungsboote durch einen Teil der Schiffsmannschaft. Schadenersatzforderungen an die Reederei Star Lauro würden, so die Betroffenen, nun selbstverständlich gestellt. Können Sie das dann bestätigen, dass die Mannschaft der Achille Lauro tatsächlich als erste von Bord ging? Nein, nicht an erste von Bord gegangen sind, sondern die haben als erste in den Rettungsbooten gesessen. Und dann wurden die Passagiere auf die Backbordseite gebracht, um dort die Rettungsboote zu besteigen. Nur, die reichten ja nicht, die waren ja im Handumdrehen voll. Und dann wurden wir wieder durch das Schiff geführt auf die Steuerbordseite. Und erst dann musste die Mannschaft aus den Booten wieder raus. Und dann muss ich dazu sagen, dass die kranken Leute, die mussten die Strickleiter und die gesunden Jungen, die da im Schiff angestellt waren, die sind im Boot runtergekommen. Und stimmt es, dass es so lange gedauert hat von der Warnung, im Grunde von der ersten bis zur Evakuierung? Ja. Ich möchte sagen, wir sind um 2:30 rausgekommen und sind ins Boot gestiegen um zwischen 9:30. Und diese Wartezeit, die war schlimm. Eine weltweit operierende Geldwäscheorganisation haben die Behörden in Deutschland, der Schweiz und den USA zerschlagen. Bei Durchsuchungsaktionen in den drei Ländern wurden 22 Personen festgenommen, 4 von ihnen in der Bundesrepublik. Nach Angaben des Bundeskriminalamtes steht die Gruppe im Verdacht, die Übernahme von Drogengeldern in Millionenhöhe organisiert und über Konten von Scheinfirmen an die Auftraggeber in Kolumbien überwiesen zu haben. Wer seine Miete im Voraus bezahlen muss, kann eine Minderung der Miete etwa wegen eines Schadens in der Wohnung mit den nächsten Monatsmieten verrechnen. Der Bundesgerichtshof erklärte heute die Vertragsklausel für unwirksam, nach der Vermieter eine Vorauszahlung verlangen, gleichzeitig aber eine Aufrechnung bei Minderungsansprüchen ausschließen konnten. Die Haftungsbedingungen für EC-Karten und Euro-Schecks ändern sich mit Beginn des kommenden Jahres. Einerseits wird einem Bankkunden, dem ohne eigenes Verschulden Karte oder Schecks abhanden kommen, ein möglicher Schaden voll ersetzt. Andererseits aber muss er künftig für den ganzen Schaden aufkommen, wenn er sich grob fahrlässig verhält, zum Beispiel Karte und Scheckvordrucke im Auto liegen lässt. Bisher muss dein Kunde 10% des Schadens tragen. Beim Absturz eines Rettungshubschraubers in Mannheim sind am frühen Morgen alle 4 Insassen getötet worden. Die Bundeswehrmaschine mit 3 Soldaten und einem Arzt an Bord war gegen einen Fernmeldeturm geprallt. Sie war auf dem Rückflug von einem Krankentransport. Nach Angaben der Polizei ging der Helikopter sofort in Flammen auf. Die Ursache des Unglücks ist noch unklar. Augenzeugen berichten aber von unregelmäßigen Motorengeräuschen. Am Fernmeldeturm wurde die Antennenspitze abgerissen. Bei der Telekom hieß es, der Schaden lasse sich noch nicht genau beziffern. Die Regionalbahn nach Heidelberg musste wegen der Wrackteile auf den Schienen für 13 Stunden gesperrt werden. In der Nähe des Bahnhofs von Eggelkofen, Oberbayern, sind 2 Nahverkehrszüge frontal zusammengestoßen. Bei dem Unglück wurden 19 Menschen verletzt. Nach ersten Ermittlungen der Polizei hatte einer der beiden Zugführer ein Haltesignal bei der Ausfahrt aus dem Bahnhof übersehen. Bei dem Zusammenprall auf der eingleisigen Strecke sprang einer der beiden Triebwagen aus den Schienen. Der Schaden rund 500.000 Mark. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 6. Dezember. Heute tummelten sich überall Wolken. Von der Mitte Deutschlands über die Schweiz bis zur Iberischen Halbinsel reichte die starke Bewölkung. Während diese ostwärts abzog, bildeten sich über Frankreich und den Benelux-Staaten ebenfalls Wolken mit Aufheiterungen, die auch den Westen und Norden belagerten. Wechselhaft wird es morgen. Der Süden Deutschlands präsentiert sich anfangs bedeckt und regnerisch, später lockert es auf. Mit Schauern muss im Norden gerechnet werden, an der Küste auch Gewitter. Die Tiefstemperaturen liegen zwischen 3 Grad im Osten und 8 Grad im Westen. Tageshöchsttemperaturen zwischen 6 und 11 Grad. Der Wind meist mäßig. Im Norden weht eine frische, an der Küste auch stürmische Brise aus Südwest bis West. Am Mittwoch nach Frühnebel heiter bis wolkig und trocken. Gegen Abend Regenwolken. Der Donnerstag regnerisch mit Auflockerungen, so auch der Freitag.